Ein paar Kilometer südlich von Salzwedel steht das Benediktinerkloster Dambeck. Einst lebten Nonnen in dem vor 800 Jahren gegründeten Kloster. Nach der Reformation wurde es erst evangelisch, dann säkularisiert und lag nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges über 100 Jahre lang wüst. Von Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende der DDR wurden die Gebäude landwirtschaftlich genutzt. Unter dem Leitwort Bete und Arbeite haben Mönche der Josefsbruderschaft seit 30 Jahren Aufbauarbeit geleistet. Seit dem Sommer leben drei Familien hier. Simon Carsten, einer der Neuen, ist gerade auf dem Weg in das kleine Waldstück. Wir haben das Privileg, hier das Werk weiterzuführen im Kloster Dambeck, umbenannt und neu gegründet als Josefskommunität. Und wir leben als Lebensgemeinschaft. Natürlich braucht jede Familie auch so ein Stück weit einen Rückzugsort. Da sind wir gerade am Arbeiten, dass wir für jede Familie auch noch eine Wohnung schaffen. Aber Lebensort ist momentan das Gutshaus. Da kommt gerade Jens Bindfeth. Jens Bindfeth ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Dambeck. Drei Ehepaare, Anfang 30, mit 9 Kindern bilden die Familienkommunität. Eine andere Form des Zusammenlebens als die Mönchsgemeinschaft. Familie und Kinder und so, das ist natürlich was anderes, als das vorher hier der Fall war. Aber wir erleben das sehr positiv, dass unsere Vorgänger da ein weites Herz haben, auch Arbeit, die sie 30 Jahre lang geleistet haben, loszulassen und zuzulassen, dass es auch anders wird. Und das schätzen wir sehr. Trotzdem gibt es kein Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition. Der christlich-spirituelle Gedanke war den Familien bei der Suche nach einem Ort für ihre Kommunität wichtig. Und Spiritualität sei hier in den Mauern zu spüren, findet Jens Bindfeth. Dass es hier eine christliche Geschichte hat, dass hier Menschen, ich sage das immer so plump, 800 Jahre gebetet haben. Und das macht was mit einem Ort. Das ist auch etwas, in dessen Reihe wir uns stellen wollen und nicht einfach, wir erfinden alles neu, als wären wir irgendwie Leute, die alles besser wüssten. Das ist überhaupt nicht so, sondern wir wollen uns ganz bewusst in so eine Tradition stellen, die viele gute Dinge erlebt hat und sie auch in einen neuen Kontext überführen. Bete und Arbeite ist die Kontinuität. Zweimal täglich, morgens und abends um 8:45 ist Gebet in der Klosterkirche. Auch im Winter mit Heizstrahler. Kalt ist es trotzdem, wenn es hier -10 hat. Also wir haben mit uns gerungen, aber es hat doch etwas Besonderes, wenn man an einem Ort betet, der nur fürs Gebet gebaut ist. Und das hat dann für uns den Ausschlag gegeben. Und da wir den Luxus haben, eine eigene Kirche zu haben, wäre es auch schade, sie nicht zu nutzen. In der Woche haben wir sicher eine Handvoll Leute, die dann morgens oder abends und manchmal auch beides dazukommen. Und das ist etwas, was uns sehr einerseits überrascht hat und auch sehr freut. Das Gebet strukturiert den Tag, es verbindet und gibt Gelegenheit, Frust und Ärger, wie auch die schönen Dinge, zu teilen. Der Kirchturm der Klosterkirche mit dem vor ein paar Jahren neu eingedeckten Dach überragt alle Gebäude des Klosters. Mitte März begrüßen die Vögel zwitschernd den Frühling auf dem 5 Hektar großen Klostergelände. Kloster Dambeck ist auch ein Archehof. Hier leben alte, traditionelle Haustierrassen. Hinter der Klausur sind Gehege für die Vorwerkhühner und auf einer Weide grasen die Schafe. Ein paar Bentheimer Schweine suhlen sich im Matsch. Die Erwachsenen tragen ein kleines, fingernagelgroßes Kreuz aus Metall um den Hals, als Zeichen der Gemeinschaft. Wir haben jetzt keine Ordenstracht oder sonst irgendetwas, aber es ist doch, glaube ich, auch wichtig, dass das, was innerlich Gemeinschaft ist, sich auch äußerlich klar macht. Und natürlich, das Kreuz ist das Zentrale, was uns zusammenhalten soll und das soll uns dann auch immer daran erinnern. Interessierte für das Mitwohnen in der Kommunität gäbe es mehr als Wohnraum, sagt Jens Bindfeth. Demnächst werde sich noch die Altersstruktur verändern, wenn ältere Menschen einziehen. Und in 10 Jahren? Erstmal hoffe ich, wir sind immer noch hier. Und ich hoffe, dass diese Klausur, vor der wir stehen, dass die dann beginnt schon zu leben. Dass dort Menschen drin leben oder Betriebe drin sind oder wie auch immer, da stehen wir ganz am Anfang davon, das überhaupt zu denken, was kann hieraus werden. Aber dass in diesen alten Mauern, wo ganz früher die Benediktinerinnen ihren Dienst hatten, auch wieder Menschen leben und dass ein Ort der Gemeinschaft bleibt und immer mehr wird. In diesem Jahr feiert Kloster Dambeck das 800-jährige Bestehen. Am Ostermontagnachmittag um 16:30 kommt Jutta Nötzl aus Halle, die leitende Geistliche des reformierten Kirchenkreises, zum Gottesdienst in die Klosterkirche nach Dambeck. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.